Hallo liebe Fechtfreunde, wir sind gerade für euch in Weinheim. War ich vorher noch nie, aber lohnt sich auf jeden Fall, zumindest wenn es ums Fechten geht, sich das mal anzugucken. Denn hier trainieren zwei richtig gute Leute, die Zukunft des deutschen Herrenflorets, behaupte ich mal. Georg Dörr und Marc Perellmann. Gerade Training gehabt, wie war es, Georg? Er hat 3 Stunden getriezt, ne, vom Trainer und war auf jeden Fall gut. Fühle mich jetzt auch nach dem Training immer gut. Marc, getriezt vom Trainer, ist ja auch dein Papa, wie ist das so? Ja, das ist manchmal für Außenstehende ein bisschen ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich daran. Wie ist das für dich so, Vater und Trainer, ist das okay oder ist das manchmal schwierig? Ja, das ist eigentlich größtenteils okay. Ja, manchmal gibt es kleine Probleme, aber das gibt es immer eigentlich. Wird zu Hause viel über das Fechten gesprochen? Es geht einigermaßen. Mehr in der Halle, ne? Ja. Ihr beiden seid auch gute Kumpels, gerade auf der Fechtbahn ein bisschen gekämpft und jetzt wieder so locker auf der Bank. Wie ist das so? Naja, also manchmal gibt es dann schon mal einen lauten Schrei durch die Halle und der andere ärgert sich, der wird die Maske mal hingefeuert. Aber so in der Kabine geht man zurück und dann gibt man sich die Hand, redet vielleicht nochmal drüber und dann stimmt es auch schon. Und dann außerhalb geht man nochmal ein Bierchen trinken oder so und versteht sich dann auch in der Kuh. Bierchen? Alkohol, Sportart? Ja, natürlich nicht viel, aber mal eins oder so. Und mal Bier, ne? Ja. Und so machen wir auch ab und zu mit, auf jeden Fall. Konkurrenten seid ihr auf der einen Seite, auf der anderen Seite Freunde, passt das? Ja, wir sind in der Situation schon seit fast 10 Jahren gewohnt, angefangen von den Schülerjahren. Ist ja auch so, dass man sich dann gegenseitig hochzieht, ist immer so ein Kampf der Rivalität, aber es ist positiv fürs Training auf jeden Fall und es hat uns auf jeden Fall geholfen, so weit drauf zu kommen. Wir beide haben uns da immer hochgeschaukelt und immer gegeneinander gekämpft. Wie war das bei dir? Wie alt warst du, als du angefangen hast? Wie bist du da zu Fechten gekommen? Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen in unserer Zeitung, in der Lokalzeitung, und dann bin ich daraufhin erstmal hier hingegangen und da war noch ein anderer Trainer. Und dann kam nach einem Jahr der Perlmann und hat dann die Gruppe übernommen. Und es war natürlich eine riesen Umstellung von dem lockeren Training, einmal in der Woche bis zum Kick. Auch dann auf einmal Hardcore-Training und Anschreien und Beinarbeit und keine Gnade, keine Pause, und war eine große Umstellung. Fandst du? Ja, fand ich gut und ich will ja auch jetzt immer noch. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Ich war 7 Jahre. 7 Jahre alt. Und du, Marc, wie war es bei dir? Also ich habe mit 7 Jahren, mein Vater hat aber Wisches angefragt, ob ich mit Fechten anfangen will. Da habe ich gesagt, ja, kein Ding. Ich probiere es mal. Und da hat er mir gleich den Fechtleistungstrauber gekauft. Und dann hat es hier angefangen. Ich habe ja in Mannheim angefangen zu fechten. Da habe ich in meiner kleinen Halle angefangen zu trainieren. Und so habe ich nach einem Jahr Georg kennengelernt. Seitdem trainieren wir immer zusammen. In Mannheim und in Mannheim immer. Gibt es irgendwie so eine witzige gemeinsame Erinnerung, die ihr habt, irgendwie noch aus Zeiten, als ihr ganz klein wart? Als wir klein waren. Irgendwas ganz Witziges, worüber ihr eigentlich nicht sprechen würdet, aber wir sind hier unter uns. Dass irgendwie die Fechthose gerissen ist oder weiß ich nicht, irgendwas. Ja, ihm ist mal im Training oder im Haushalt gemacht, dass ihm echt mal die Fechthose gerissen. Da war aber auch komplett das Loch drin. Das ist ein bisschen peinlich, aber passiert. Ja, schade, ne, dass er das jetzt verwendet. Hast du was zum Kontern? Ah, es waren so viele Sachen. Ich habe mich halt daran nicht so, habe ich nicht so im Kopf. Das waren mehr so Kleinigkeiten immer so. Was ist denn der größte Reiz am Fechten für dich? Der größte Reiz am Fechten ist eigentlich die Gemeinschaft und das Ziel zu gewinnen und irgendwie Leistung zu zeigen. Ja, für mich auch vor allem der Erfolg, und das hatte schon was Besonderes. Und vor allem auch die Sachen, die man erlebt. Man lernt neue Leute kennen, ist immer eine Gemeinschaft. Und das ist vor allem immer witzig, auch auf Lehrgängen. Man ist immer unterwegs, sieht Städte, kommt rum. Und, aber hauptsächlich natürlich der Erfolg, weil es ist schon auch sehr besonders, wenn man auf dem Treppchen steht. Dann schon schön. Erfolg ist ein gutes Stichwort. Peter Jokic ist ja einer, der hatte oder hat ziemlich viel Erfolg. 4-facher Florett-Weltmeister. Hat man so jemanden als Vorbild auch? Jetzt spezielles Vorbild habe ich nicht, aber auf jeden Fall so 4-facher Weltmeister ist auf jeden Fall sehr cool. Und jetzt wird die Weltmeisterschaft generell mal überhaupt zu gewinnen, vor allem bei den Aktiven, ist dann mal auf jeden Fall ein Ziel. Und Sport natürlich auch weiter an zu trainieren, vor allem wenn man jetzt immer weiter pflicht und auch immer gut und sieht, dass das vielleicht klappen könnte. Und auch gegen ihn schon pflicht im Training, ist das schon schön. Hast du schon gefochten? Ja, ja, spannend. Okay. Mal gewonnen auch? Nee, mal gewonnen nicht, aber knapp kann ich.
Marc, wenn du abends nach einem harten Trainingstag geduscht ins Bett gehst, wovon träumst du da? Ich träume, dass ich morgen ganz früh in die Schule muss. Davon träumst du? Ja. Also eher Albträume. Ja. Und so olympische Spiele, kommen die da auch vielleicht in deinen Träumen vor? Nee, ich bin mal ganz ehrlich, wenn ich nach Hause komme vom Training, ich bin eigentlich komplett platt, denke ich nur, ich muss was für die Schule noch was machen, hingelegt aufs Abitur und allem Rest, und da gehe ich eher schlafen und denke dann wenig nach. Auf die Zukunft. Mhm. Und bei dir? Abitur habe ich jetzt im März geschrieben und lief gut und zufrieden. Im Mai kriege ich die Ergebnisse und bin mal gespannt, was wird. Mhm. Olympische Ringe, kommen die in deinen Träumen vor? In meinen Träumen, also muss man ja immer sehen, realistisch auch. Und muss man jetzt gucken, ich bin ja noch jünger, bis bei den Aktiven wird, wenn es klappen sollte, wäre schön. Kann natürlich auch sein, dass er sich verletzt zum Beispiel oder dass irgendwas anderes dazwischen kommt, weiß man nie, aber kann ja trocken eine. Ihr seid ja schon sehr ehrgeizig, sehr erfolgreich auch. Wie ist das? Was seid ihr bereit dafür zu geben, um eure Träume vielleicht zu erfüllen, um erfolgreich? Eigentlich würde ich fast alles fürs Fechten geben, aber muss einschränken, dass ich die Schule fertig kriege und dann einen sicheren Studienplatz habe. Und ganz wichtig, ich muss auch auf die Gesundheit schauen, weil ich habe auch keine Lust, mit 30 Jahren einen kaputten Rücken, kaputte Gelenke zu haben, dass ich dann immer behandelt werden muss in meines Lebens. Darauf habe ich auch keine Lust, ehrlich gesagt. Also, ja, was natürlich auch wichtig ist, dass man irgendwie finanzielle Unterstützung auch irgendwo hat. Wenn man jetzt nach der Abi fertig ist, dass man dann sich auch in die Sprache kommt und dann sich komplett aufs Fechten konzentrieren kann, Geld dann auch zum Leben hat und dann dafür auch trainieren kann, weil man kommt dann natürlich auch weiter. Ich habe einen Kopf danach frei nach der Schule. Man merkt, ihr ergänzt euch auch so im Gespräch ziemlich gut. Was zeichnet eure Freundschaft aus? Ja, diese Freundschaft, naja, wir sind ja jetzt schon über 10 Jahre jedes Mal in der Fechthalle zusammen. Es ist natürlich auch klar, dass wir uns sehr gut kennen, jedes Wochenende, zeitlang von September. Das ist jetzt immer zusammen, da kennt man schon sich sehr gut, dann erzählt man sich auch alles und man erlebt natürlich auch viel, wenn man mal abends weggeht oder so. Hält schon gut zusammen und verteidigt den einen, der andere verteidigt einen. Oder wenn wir mal in der Fechthalle sind und er seine Sachen vergisst, dann packt er immer meine Sachen ein und ich seine, weil wir vergessen beide schon immer ziemlich gut. Und das ist schon immer eine gute Erfahrung. Wie so ein altes Ehepaar, ne? Ein bisschen. Ja, nicht ganz. Nur, dass ihr nicht alt seid. Ja. Okay, genau. Marc, was ist das für ein Gefühl? Ihr habt ja an Wochenenden, eigentlich fast an allen Wochenenden Turniere oder Training oder was auch immer. Was ist das für ein Gefühl, wenn die Kumpels dann irgendwie ein bisschen Party machen gehen und ihr dann sagen müsst, nee, wir müssen leider zum Weltcup fliegen oder wo auch immer? Also mit 16, 17 war das schon ein bisschen ärgerlich. Ich hab schon zum Teil aufgeregt, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und wenn man zum Beispiel auch in vielen Ländern ist, denkt man sich, okay, die feiern die halt bei sich. Und auf dem Weltcup kennt man ja auch andere Leute kennen. Man kann auch im Ausland auch mal weggehen, wenn das Turnier vorbei ist. Das ist ja auch immer sehr was Besonderes. Also ich denke mal nicht, dass so viele Leute, die wir jetzt hier in der Welt rumkommen, vor allem auch wirklich weite Ziele wie Amerika und auch was Richtung gekommen sind. Das leben natürlich auch nicht viele. Das ist schon was wert, um vielleicht auch mal ein paar Karten zu machen oder so. Seht ihr nur die Hallen, wenn ihr solche fernen Reisen habt, oder seht ihr auch mehr? Meistens sehen wir auch ein bisschen mehr, vor allem wenn wir ein bisschen länger da sind oder über eine Nacht bleiben, und dann sieht man schon mal die Stadt oder geht natürlich auch abends essen und sieht oder schaut sich die Innenstadt an. Oder gerade wenn man länger irgendwo ist, dass man mal selbst durch die Stadt läuft und so, und dann sieht man schon relativ viel. Was war die schönste Stadt mal für dich? Viele. Eine der schönsten Städte war eigentlich Budapest, Paris, San Francisco, war auch eine sehr schöne Stadt. Respekt, ordentlich rumgekommen. Ihr seht sehr athletisch aus, ihr müsst auch athletisch sein für euren Sport, für diesen Sport. Sünden, ernährungsmäßig. Erzählt mal, wie ist das? Geht ihr auch gerne mal so Fast Food? Ja, so ein bisschen Meckes, Burger King kann schon mal sein. Ich meine, die verbrennen natürlich auch genug Kalorien, und jetzt gerade wo die Saison rum ist, kann man sich auch mal natürlich ein bisschen schlechter ernähren, sage ich jetzt mal. Aber jetzt, wenn es dann wieder anfängt, dann versucht man schon ein bisschen auf die Ernährung zu achten. Weniger Süßigkeiten, weniger Fastfood, schon mehr Äpfel, ein bisschen Obst, Gemüse und sowas. Und auch vielleicht sowas wie Zellagon,
So, ich versuche gesund zu ernähren. Bei dir auch gerne? Eigentlich dasselbe aus. Was bei mir noch spezifisch ist, ich mag eigentlich so All-You-Can-Eat-Buffets. Das ist für mich das Beste, welchen Weggehen. Da sitzen jetzt ganz viele kleinere Fechter, auch Nachwuchsfechter, die vielleicht auch mal ganz groß werden wollen und so viel Erfolg haben wollen wie ihr. Habt ihr irgendwie so einen Tipp, den ihr denen da gerne mal geben würdet? Fleißig trainieren, immer auf den Trainer hören. Wichtig. Vor allem immer dabei bleiben, auch wenn es mal nicht so läuft. Nicht enttäuscht sein, wenn man auch mal verliert. Das ist vor allem in den Anfangsjahren immer schwieriger, aber irgendwann, wenn man älter wird, verlieren gehört dazu und daraus lernt man natürlich auch. Das muss ich auch lernen und kann schon besser mit Niederlagen umgehen. Solange man die wichtigen Turniere dann auch gewinnt, dann ist das alles egal. Marc, bei dir hast du auch noch einen kleinen Tipp? Ja, eigentlich genau das, was der Georg gesagt hat, was man dazu fühlen könnte, dass man eigentlich auch immer dabei sein sollte und es muss auch nicht immer Leistungssport sein, man kann es auch als Hobby betreiben. Auf jeden Fall. Aber wenn ihr die Tipps einhaltet, dann habt ihr ziemlich gute Chancen, später mal auch vielleicht eine Jacke mit dem Bundesadler zu tragen. Vielen Dank, Georg. Schönen Abend. Und Marc. Viel Erfolg.